Tages, da werden die Zeiten genommen und entsprechend am nächsten Tag wird gestartet halt mit der Zeit Vorsprung vom Vorabend. Ne? Teilnehmer sind meistens was zwischen, ja, 15 bis 20 Fahrzeugen. Jede der fünf Gangs hat das Recht, ein Team mit zwei Fahrzeugen zu stellen, also zwei Fahrzeuge zu stellen. Das wären halt wir. Das wären die 666, auch wenn die seit der Zerschlagung halt auch an keinem Rennen mehr teilgenommen haben. Ein bisschen schwierig da zu sagen, wer da überhaupt aktuell das Sagen hat oder so. Na, also da rechnen wir eigentlich auch nicht dieses Jahr mit. Dann die Sons of Odin stellen auch meistens jedes Jahr ein Team. Die haben da auch immer richtig Bock drauf. Das Kollektiv stellt ein Team. Das ist halt einfach eine Uni-Samurais. Außerdem gibt es noch ein paar Wildcard-Plätze, die zu vergeben sind. Die Angel of Mercies dürfen zwei Fahrer stellen, weil die halt auch für die Stadt sehr wichtig sind. Und das Friendly Fire und das Stillwater Casino haben jedenfalls auch das Recht, ein Team zu stellen, wohlgemerkt. Team kann grundsätzlich aus so vielen Mitgliedern bestehen, wie du sie in die Karre reinkommst. Es hilft also immer noch mal, einen Navigator mit dabei zu haben oder einen, der eine Karte lesen kann oder halt auch einen Mechaniker mit dabei zu haben. Oder halt auch mal einen Mann fürs Grobe dabei zu haben. Die meisten von uns versuchen es wirklich tatsächlich, auch wenn wir als Gangs nicht und sich immer grün sind, auf faires Rennen zu sehen. Nichtsdestotrotz werden auch schon mal Waffen gezückt oder Fahrzeuge geschossen und sich auf die eine oder andere Art versucht, einen Vorteil zu schaffen. Das Preisgeld ist relativ hoch, also verdammt hoch, also 100 bis 200.000 Credits. Aber halt auch, das Prestige ist halt auch unheimlich hoch. Also wenn du das Ding gewinnst, dann bist du jemand. Also das ist, es bringt der Gang, die das gewinnt, halt wirklich, wirklich Prestige. Und so sieht die Sache aus. Nun ist das Ding, du hast mir eben schon beim Essen erzählt, hier meine Karre, habe ich mir schon gedacht, die kriegen wir wieder instand gesetzt. Und ich habe mir gedacht, du hast doch sowieso noch dein Monster da. Diese coole Karre, die ich gesehen habe. Das ist auch nicht, sieht auch nicht aus, als wenn es von der Stange wäre. Und da habe ich mir gedacht, ob ihr mit dem zweiten Auto dann halt, ob wir da nicht zusammen losziehen sollen. Es ist halt schwierig, auch jetzt noch auf der kurzen Zeit eine Karre aufzutreiben, die Möglichkeiten hat, das durchzustehen, aber dein Auto sieht ja wirklich, liegt da wirklich ganz vorne mit. Da muss man natürlich gucken, ob der überhaupt tauglich ist für sowas. Ja, also so eine Rallye durch die Einöde, da ist natürlich schon eine ganz harte Nummer. Da muss das Fahrwerk muss stimmen, du musst die richtigen Pellen haben. Ja, naja, der Motor, da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen. Der so du, Power hat der genug und so, aber was muss ich mir mal durchchecken. Was du brauchst, können wir dir besorgen in kürzester Zeit. Okay, ja, da muss ich mir das mal angucken. Ich schaue zu Dawn oder Mara. Was sagt ihr denn dazu? Ja, als Fahrer bin ich raus, aber als Bordschütze kannst du mich auf jeden Fall gebrauchen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich sehe Dawn und mich da tatsächlich auch eher als die Leute fürs Grobe. Ich glaube, Amara hat, glaube ich, die zweithöchsten Fahrer-Skills bei euch, ne? Die hat zwei oder was hat die? Ja, zwei in Autos, zwei in Fahrzeuge. Da würde ich jetzt aber tatsächlich kein Rennen mit bestreiten wollen. Ja, und ich glaube, Krulio hat, ich teile euch das einfach mit, glaube ich, die besten Fahrerwerte von euch. Ne? Autos 4. Ja, also du bist schon wirklich guter Fahrer. Sagt er, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, wenn eigentlich der zweitbeste, also einer von euch, euer bester Fahrer, euer Auto lenkt. Und vielleicht euer zweitbester Fahrer bei mir mitfährt, weil ich kann fahren, sagt der Doc, aber mein Flügel hat einiges mitbekommen. Vielleicht nicht über die Dauer der Zeit. Unter Umständen müssen wir mal, dass man sich vielleicht mal ablöst auf Wegstrecken, die vielleicht nicht so fordernd sind.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Was bleibt denn für uns dabei hängen? Die komplette Kohle. Um die Kohle geht's mir hier überhaupt gar nicht. Ich hebe die Augenbrauen. Ich sitze mit offenem Mund da. Ich sitze mit offenem Mund, da kriege ich so glänzende Augen. Dicke Anerkennung. Alter Elster. Ja, du weißt, das muss nicht sein. Also, wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie den Moons irgendwie Geld abziehen oder so damit. Ne? Leute, ihr habt mir, ohne euch wäre ich hier, säße ich hier heute gar nicht mehr. Wir und die Moons schulden euch schon noch was. Also, das ist das Mindeste. Ja, also für den Spaß alleine würde ich natürlich gerne mitmachen, auf jeden Fall. Also wegen der Kohle habe ich schon Bock drauf. Ja, natürlich. Wenn es hängen bleibt, warum nicht, ne? Sehr schön, dann ist das ja klar. Er klatscht in die Hände. Jetzt kommt eine Bediener, wiegt eine Bedienung ran, die kommt auch direkt mal mit ein paar Kurzen an. Hier, trinken wir drauf, ne? Ja, aber immer doch. Sehr gerne. Ja. Ich hätte noch unseren Sieg, ne? Ja. Sieg. Entschuldigung, ich wollte keine schlechten Witze machen. Hast du denn, Sieg, eine Empfehlung, wie wir vielleicht noch unser Monster noch ein bisschen monsteriöser ausstatten sollten? Das klären wir die Tage. Also ich meine, Julio wird das da, wird das schon am meisten drüber wissen, wie er die Karren am besten bereit macht. Ja, kein Problem. Wir checken mal die beiden Autos durch. Off-Topic, ich werde mich mit den Autos jetzt vor der nächsten Mission nochmal richtig auch mit Autorennen und so auseinandersetzen und so. Und das Auto, was ihr ja habt, ist ja auch kein Auto von der Stange, haben wir ja auch damals festgestellt. Ne? Also ja. Abgesehen auch vom Tombstone. Von dem wahrscheinlich Sieg noch überhaupt gar nichts weiß. Ne? Nehme ich an. Ja, eigentlich nicht. Ich hatte vorhin mal kurz überlegt, wo wohl dieser Tumstum steht. Der wird ja wahrscheinlich nicht einfach so offen in der Werkstatt stehen. Ne? Also ich hätte ihn schon in der Werkstatt stehen gehabt. Also das, du meinst, also das Auto, man sieht ja nicht, was in dem Auto verbaut ist. Ne? Also, also die Karre ist auch Tombstone, wa? Haben wir jetzt mal so festgelegt. Ja, ich würde mal sagen, wir nennen die ganze Karre Tombstone. Das macht am meisten Sinn. Oh ja. Ne, also, ich finde, das ist auch ein cooler Name. Ja, der heißt ja auch so laut Regelwerk. Das ist ja wie Daniel sein AMG, der heißt ja auch AMG. Nee, der heißt aber nicht Tombstone, der heißt... Nee, Tombstone heißt das Gewehr, was da drin verbaut. Ach so, die Knarre, ach so, ja. Ach so, ich dachte, das Auto wird so heißen. Ja gut, dann nehmen wir trotzdem. Oder außer, möchte jemand dem einen anderen Namen geben, dann können wir noch umtaufen. Mhm. Ja, okay. Ja, und wenn ihr da munter noch ein paar wegkippt, geht auf einmal die Hintertür auf und zwei ziemlich imposante Golden Moons kommen raus. Und ein anderer schwarzer Kerl, den ihr auch schon mal gesehen, ihr auch kennt, in einem wirklich teuren Geschäftsanzug und alles, betritt Tyler Boyd das Café. Sieht euch da sitzen und kommt dann auch freundlich nickend zu euch rüber. Ich schnicke kurz zurück. Ja, ich tippe so zwei Finger gegen die Stirn. Ja, also ihr solltet ihm schon respektvoll begegnen, weil, ne, also er ist schon jemand, der mit... Nicken ist das Höchste des Respekts. Okay, alles Dorn, klar. Ja? Mehr geht nicht. Gut. Sie guckt hoch. Hi, Dad. Schön, dass du da bist. Okay, der Date, ja. Hier, das sind, bevor er antworten kann, sagt, ich weiß, wer das ist, Junge. Erstmal möchte ich euch danken, dass ihr gestern meinen Sohn da rausgeholt habt. Das, finde ich toll. Vergesse ich euch nicht, ihr habt was gut bei uns. Ja, sagt der Sieg, und ich habe sie auch gerade erfolgreich für unser Rennen rekrutieren können. Er kriegt Blitz in die Augen, so ernsthaft? Ja, die machen mit, also... Wir stellen das Team, wir stellen da was auf. Also brauchen wir es nicht zu vergessen. Das wäre auch eine echte Schande gewesen, wenn man das, vor die Wand fahren hatten lassen. Sieg, gehst mal gerade an die Bar noch was zu trinken holen. Ich hätte doch gerne mit den Jungs gesprochen. Und der Dame. Ja, Sieg nickt und steht und geht weg. Und Tyler Boyd setzt sich halt zu euch.
Also nochmals vielen Dank, dass ihr meinen Jungen da rausgeholt habt. Das bedeutet mir auch persönlich sehr viel. Und ich bin auch sehr dankbar, dass auch gerade ihr jetzt bei ihm da mitfahrt. Auch unter uns gesagt, der Ausgang des Rennens ist für uns Moons wirklich nicht unwichtig. Aber allen voran würde ich auch sehr dankbar, wenn ihr aber verstärkt ein Auge auf meinen Sohn haben würdet, dass dem nicht zustößt. Das ist mir halt allen voran wichtig. Also wenn ihr die Entscheidung treffen müsst, mein Sohn oder das Rennen, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr euch für meinen Sohn entscheiden würdet. Es soll euer Schaden auch nicht sein. Liegt ihr in Schwierigkeiten? Nein, aber es ist das Ocean of Fire. Da passiert schon einiges. Man hat da draußen mit einigen zu kämpfen. Es gibt Outlaws in den Wüsten, die immer versuchen wollen, einen zu überfallen und Tech zu stehlen und alles. Es gibt rivalisierende Teams. Es wird alles andere als sauber gespielt. Es werden fallen Schüsse. Sicher muss man als Gänger immer damit rechnen, dass es auf einmal vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz ist man immer froh, wenn es halt nicht vorbei ist. Wir werfen ein Auge auf. Wir versuchen, sofern es möglich ist, darauf zu achten, dass ihrem Sohn nichts passiert. Er schmunzelt so ein bisschen, aber mehr kann ich wohl nicht verlangen. Bei einem Rennen sitzt bei ihm mit dem Auto, nicht. Die passt auf ihn auf. Alles ja, klar. Aber Schnieke. Alles klar, dann wir schauen das. Sehen wir uns beim Ball, ne? Er nickt und geht. Was für ein Ball? Alsbald. Ja. Ach, als nein, bald. Nein, beim Ball. Beim Ball? Ja, Sieg kommt wieder zurück mit einer Flasche, grinsend und schenkt wieder munter drauf ein. Sieg, was für ein Ball? Ah, ihr habt schon vom Ball gehört. Ja, geil. Ja, ist nächste Woche. Das ist ein ganz exklusives Ding. Es gibt eine. Das Ocean of Fire Rennen ist halt wirklich ein dickes Event für alle in der großen, die in der Stadt was zu sagen haben. Und im Rahmen dessen wird immer ein Ball für die Teilnehmer an der Rallye ausgerichtet. Ball ist ein bisschen hochgestochen. Im Grunde genommen ist es eher Gelage. Wer Bock hat zu tanzen, der tanzt halt ein bisschen. Aber es sind halt alle da. Also die hohen Tiere aller Gangs, die Leader der Gangs meistens oft. Zumindest Vertreter von denen. Und halt, die Ehrgäste an dem Abend sind halt auch die ganzen Fahrer, die am Rennen teilnehmen. Und das sind halt meistens recht junge Leute, oft die Söhne oder Töchter von den Leadern. Also quasi die nächste Generation, die da gegeneinander antritt. Und die auch was zu sagen haben. Also, ja. Das ist immer ein Mordserlebnis. Heißt das, wir treten dann in euren Farben auf? So sieht's wohl aus. Keine Sorge, das ist kein Zugeständnis, dass ihr zukünftig an die Moons gebunden seid. Aber es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Gangs sich Leute auch von außerhalb anwerben, um die Fähigkeiten haben, um bei ihnen mit am Rennen teilzunehmen. Ja, ich denke, dass wir da keine Abneigung jetzt prinzipiell haben, aber so ein bisschen würden wir halt uns schon unsere Freiheit bewahren. Und Leute, nochmals, eure Freiheiten stehen euch frei. Es geht hier nur um das Rennen. Ja, es ist bei mir so eine Mischung aus gehobene Augenbraue und Schulterzucken. Naja, solange ich nicht tanzen muss, bin ich dabei. Nein. Also wirklich tanzen müsst ihr nicht. Aber Abendgarderobe ist angesagt, Leute. Guckt zu ihr. Also Kleid für die Dame und Tuxedos für die Herren. Okay. Solange ich mir nicht noch die Haare wachsen lassen muss. Reibt sich über den Stoppelkopf. Aber macht euch da mal keine Sorge. Ich mache diese Woche einen Termin für euch bei dem Schneider von uns. Sehr gut. Wir finden da schon was Schickes für euch. Ihr könnt da kümmern wir uns schon drum, dass ihr ordentlich aussieht. Friseurtermin und so sind auch alles drin.
Jetzt ja, hebt sich die Augenbraue noch ein bisschen mehr. Ach komm schon. Also, das ist schon Luxus, was euch da angeboten wird in dieser Welt. Das ist nicht zu verkennen, ne? Also, Ja, aber wir sind ja halt erdige Menschen, Sieg. Weißt du, wir haben da mit diesen Sachen bisher nie was zu tun gehabt. Eine gescheite Klamotte reicht mir schon. Ja, dann passt das schon. Ja, das ist. Ja, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber unter Tux & Tales wirst du da wahrscheinlich nicht rumkommen. Ja, aber ja. Da kümmern wir uns nicht darum. Wir werden euch nicht blamieren. Das kriegen wir hin. Ja, Leute, das wir können uns benehmen. Leute, könnt ihr nicht. Also alles gut. Die Sons of Odin nehmen auch teil. Das heißt, da werden Bratenkeulen und sowas eh durch die Rauf fliegen. Das ist jedes Jahr dasselbe. Ja gut, das hört sich ja dann doch wieder spaßig an. Das sind einfach nur teilweise auch Leute, die nur in teuren Anzügen stecken, aber dann oft auch einfach gestrickt sind. Das ist ja auch nicht nur die oberen da, sondern auch die Teammitglieder und alle. Also. Ja, okay. Ihr solltet euch Mühe geben, uns nicht völlig zu blamieren, aber das kriegen wir dahin. Ich bin ja auch da. Das machen wir schon. Wir wissen uns zu benehmen. Wir sind ja Männer von Welt und Damen von Welt. Und von daher. Sieg fängt an zu grinsen. Ja, genau. Richtig. So, Jungs. Ja, sehr gut. Das klingt sehr spannend. Ja. Ich habe noch was zu erledigen. Wir auch. Wir müssen die Karte fertig machen. Es trinkt noch, so viel ihr wollt. Ansonsten sehen wir uns dann morgen. Ich muss heute noch mal ins Krankenhaus. Ich habe noch ein paar Sachen zu klären. Und ich wollte mit der noch sprechen. Vielleicht kennt er ja auch einen Biologen oder sowas. Können wir ja irgendwie mal gucken, ob er da... Ja. Ja, das für das Problem. Problemtier. Ja, alles da. Vielen Dank, Sieg, für alles. Bis dann. Ciao, ciao. Top. Ja, also ich würde jetzt hier nichts mehr halten. Also ich wollte mir gerade noch eine Portion Pancakes bestellen. Ja, bediene ich. Also ich halte mich auch noch an was zu trinken fest. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich könnte gerade noch ein bisschen quatschen. Ich muss mal ganz dringend auf Toilette. Es tut mir leid. Nein. Peter, hast du wieder den Eimer unter den Tisch gestellt? Ja, ist klar. Hat darüber gesprochen. Soll ich jetzt... Das ist... Nein. Mit dem aktiver Kamera. Ich habe gerade eine leere Getränkeflasche herübergereicht. Ja, Mensch, das klingt ja jetzt spannend. Mhm. Julio, wir brauchen Bordgeschütze. Meinst du, das wird so schlimm? Naja, ich hätte schon Bock, den Tombstone mal einzuweihen, aber ich glaube, das sollten wir uns dann wirklich für den letzten Moment aufbewahren, wenn es gar nicht anders geht. Ja, auf jeden Fall. Oder, ey, ich habe eine Idee. Ich hatte dich ja mal darum gebeten, dir mal Gedanken zu einem Flammenwerfer zu machen. Was wäre denn mit so einem Onboard-Flammenwerfer? Ich denke, also generell mit so einem Geschütz wirst du da schon weiterkommen, oder? So ein Flammenwerfer, also während der Fahrt stelle ich mir jetzt schon so ein bisschen schwierig vor, oder? Ich habe Bock auf Flammen. 200 Klamotten durch die Wüste zu heizen und dann Flammen, das Bock auf Flammen. Das Zeug muss ja nur weit nur wegspritzen, oder sehe ich das falsch? Aber fliegt das dann nicht quasi mit dem Fahrtwind? Ja, da bin ich jetzt raus. Also ich äußere meine Wünsche und Julio muss sie erfüllen. Der muss dafür sorgen, dass die Karre anständig fährt. Ja, aber wir wollen ja auch gewinnen. Oder hast du schon mal 100.000, wie ist die Währung hier? Zentrum? New Dollar. New Dollar. Hast du schon mal 100.000 New Dollar auf dem Haufen gesehen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, also wir können versuchen, Flammenwerfer-mäßig irgendwas hinzubekommen, aber ob das so ist, ob das wirklich sinnvoll ist, es wird wahrscheinlich cool aussehen, aber ob das sinnvoll ist. Irgendwelche Goodies oder so Annäherungsminen, die wir dann von Bond-Board droppen können oder so. Ja gut, das wird nicht das Problem sein, Alter. Schweißen wir uns eine Halterung mit einer Hydraulikzylinder und dann ziehst du am Hebel und dann kriegen wir bestimmt 4 Minen, kannst du bestimmt da lagern und dann auslegen. Das wird nicht das Problem sein. Also da müssen wir uns auf jeden Fall was ganz
also mit wir meine ich dich, da was, was richtig Geiles einfallen lassen. Ich meine, die Golden Moons haben gesagt, Geld spielt keine Rolle, also vielleicht sollte man einfach mal aus dem Vollen schöpfen. Ja, aber wir sollten es auch nicht übertreiben, dass sie merken oder dass sie das Gefühl haben, wir nutzen das aus. Ne? Nee, aber wir fahren ja für die. Wenn das, du hast ja gestern gehört, ja, dass das Prestige an oberster Stelle steht. Ich denke mal schon, dass uns die Türe da relativ weit offen steht, was das Equipment betrifft. Mhm. Ja, wir müssen uns anders überlegen. Aber es sollte halt auch irgendwie was Vernünftiges sein. Also jetzt nur aus Spaß, da so eine Feuershow ist vielleicht nett, aber effektiv ist das nicht. Also wir haben die Kanone da oben drauf. Ja, dann können wir ja noch ein bisschen irgendwie vielleicht irgendwelche Geschosse, die man hinten rausschießen kann oder so. Was auch was fürs Auge ist. Halte ich bei der Fahrerdichte schon. Also das ist, glaube ich. Wer weiß, was die anderen Teams sich da überlegen, ne? Ich kenn's nur von Hören sagen und ich weiß aber gar nicht genau, wie das da jetzt angeht. Also das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Also es kann natürlich auch sein, dass wir hinterher total overpowered sind, weil die alle nur Wasserpistolen auf dem Auto montiert haben. Kann natürlich auch sein. Ja, dann. Glaubst du das wirklich? Nein. Also sind auch die 100.000 leicht gemachtes Geld, würde ich sagen. Ja. Aber wir können ja vielleicht nochmal im Netz nachgucken. Da gibt es doch bestimmt Berichte der letzten Jahre und dann kann man sich da vielleicht mal die eine oder andere Aufnahme angucken dazu. Die Serverdaten, die wir abgegriffen haben. Ja. Oder die. Ja, genau. Richtig. Da könnte man was bei sein. Ja. Daten halt von einem Server von einem Konzern, die wir akquiriert haben. Verdient haben wir die Orks. Ja, verdient, genau, richtig. Verdient ist das richtige Wort. Ja, definitiv. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da so finden. Ich grinse. Ja, du wirst ja dann so oder so in dem anderen Fahrzeug drin sein. Ja, aber ich kann euch ja bei den Vorbereitungen für eure Kiste trotzdem helfen. Natürlich. Ich solltest du bei den Vorbereitungen für deine Kiste helfen. Weil also ich habe da nichts eingebaut, was irgendwie... Mit Kiste meinst du Fahrzeug, Rolio, ne? Richtig? Ja. Gut. Ja. Den Wagen von Sieg. Weil ich habe da nichts eingebaut. Keine offensiven oder defensiven Maßnahmen. Hm. Bist du mechanisch bewandert, Amara? Nee, nicht so wirklich. Also auch eher so Deckhand, einfache Arbeiten. BB. Hallo. Ja, also das stellt sich mir jetzt die Frage, Dorn, wie der Sieg sein Auto noch ausstattet, weil ich habe da nichts eingebaut. Ja, das muss er wissen. Oder worauf willst du jetzt hinaus? Ja, ich wollte jetzt dem SL in unser Gesprächsthema reinholen, was wir da gerade haben. Wir bauen aus dem Tubesau eine rollende Kampfmaschine. Der Tubesau ist schon eine rollende Kampfmaschine. Ja, aber noch kampfiger. Noch kampfiger. Also der Tombstone, der wird noch ein paar Modifikationen bekommen halt, damit wir wettbewerbsfähig sind. Und ich habe jetzt nur angemerkt, dass ich als Mechaniker von Sieg seinem Auto selber keine Maßnahmen da eingebaut habe. Ja, ich habe das Auto technisch zu einem Rallye-Wagen aufgerüstet, aber ich weiß nicht, also unser Problem, was wir festgestellt haben, ist, wir wissen nicht, was für Waffen da aufgefahren werden. Das würden wir aber eruieren wollen übers Internet, ja. Okay.
Okay, also Fakt ist, was ihr mit dem Tombstone habt, ist schon was Außergewöhnliches. Also fahrzeugmontierte Waffen, davon reden wir bei diesem Rennen nicht. Also ja, wenn ihr eine habt, dann ist es gut, aber da wird sich schon mal vielleicht mit einer Knarre aus dem Fenster gelehnt oder sowas und wird geschossen. Also Peter, wir waren jetzt schon bei dem Thema auswerfbare Annäherungsminen. Ach so, schön, okay. nein, also da muss ich auch sagen, alles, was ihr auch noch groß in die Karren einbaut, das wird ja alles auch Gewicht haben und sowas. Letztendlich reden wir ja auch noch von einem Rennen, ne? Also, ja, aber wenn wir die Mine am Anfang schon bereits auslegen, haben wir das Gewicht nicht mehr. Okay, ja, du also hast ja nichts, Minen halt auszulegen, wenn du der Letzte in der Reihe bist, weißt du? Wir wissen ja nicht mit unserem jetzigen Stand, was da genau, wie dieses Rennen abläuft. Deswegen mein Vorschlag war eben, dass wir uns halt nochmal schlau machen. Man wird ja da auch im Jahr 5000 im Internet wahrscheinlich irgendwelche Aufzeichnungen finden. Dann können wir uns ja ein Bild davon machen, wie das da tatsächlich alles, wie dieses Rennen so aussieht und also Berichte lesen und so, was da so passiert, wer gestorben ist, wie die gestorben ist. Und dann werden wir ja vielleicht feststellen, man wird von der Strecke gerammt und mal mit so einer Pistole aus dem Fenster beschossen, aber also, die werden nicht irgendwelche Raketenwerfer da auffahren. Nein, das passiert nicht. Es sind allerdings auch schon Teams in der Wüste verschwunden. Es gibt Berichte von Plünderertrupps halt in den Outbacks, da in den Wastelands leben halt auch. Gibt es ja auch eine Stadt hier, so eine Raider-Stadt. Es gibt halt auch Raider-Gruppen, die warten natürlich nur auf die Gelegenheit, dass sich irgendwie ein Team oder ein Auto irgendwie defekt liegen bleibt und wird dann leichte Beute um die ausgeschlachtet. Also es gibt schon externe Gefahren. Also es gibt auch Tiere, ne? Also es hat auch schon ein Jahr gegeben, da ist, glaube ich, ein Checkpoint mal so, glaube ich, von so einer Horde Rhino-mäßiger Tiere überrannt worden, so Stampede-mäßig. Das hatte keiner am Schirm. Da sind dann auch einige gestorben. Also es können schon Sachen passieren, aber so von den Rennteilnehmern sind das so überwiegend, ja, auf Langlebigkeit ausgelegte Karren der Marke Rally. Wirklich so Paris-Dakar mäßig. Vielleicht noch mit ein paar montierten Panzerplatten und sowas. Also auch nicht zu viel, damit die Karre nicht zu langsam wird. Also es ist schon noch irgendwo, hat auch schon noch Renncharakter. Ne? Es muss auch Verpflegung mitgeführt werden für die Zeit. Sogar und ich denke, wir sollten eher auf eine lang anhaltende Zuverlässigkeit des Fahrzeugs setzen und Defensivfähigkeiten als unnötig. Also ich sag mal als SLS Off-Topic, was ihr da mit dem Tombstone auf dem Tombstone habt, ist schon eine außergewöhnliche Nummer. Das die heißt, nicht verboten ist, aber okay, ist schon. Das kommen wir in den Bereich, ne? So, genau. Nicht verboten. Nein. Aber es wird natürlich schon lieber gesehen, wenn man das Rennen so gewinnt. Aber man muss sich ja auch zu verteidigen wissen, ne? Wie ist das denn mal alternativ zu den. Also lass mal die Minen mal beiseite. Was ist denn mit. Minigun-Lafetten? Was? Willst du nicht doch Breitseitengeschütze haben? Ja, also wenn du mir das anbietest, also. Nein. Also, ich gestehe euch nicht zu, noch irgendwelche großartigen Fahrzeugwaffensysteme einzubauen. Okay. Ihr habt schon wirklich gutes Fahrzeugwaffensystem. Na gut. Wir gewinnen nicht deswegen. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann. Achso, okay. Ich weiß nicht, ob ich euch das gewinnen lasse. Dann müssen wir gucken. Mal gucken, wie gut ihr fahrt. Ja, das ist ja wieder steht auf dem anderen. Also leicht wird's nicht. Wir hatten noch kurz die Thematik Server-Daten. Und es wird wahrscheinlich, und möchte ich auch noch einwerfen, das wird wahrscheinlich auch eine mehrsitzige Sache werden. Also eine Mehrsitzungssache werden. Bieten die Server-Daten nicht vielleicht den einen oder anderen technischen Kniff, den wir noch verbauen können? Ihr habt da alle Möglichkeiten. Wie gesagt, der Tombstone, da werde ich euch noch die Daten mal mitgeben, die der hat. Ja. Der ist schon nicht von der Stange. Der ist schon eine aufgebohrte Maschine. Also das ist nicht nur die Waffe, die da drin ist, habe ich ja schon angedeutet. Der hat auch schon ein bisschen was drauf.
Und ich gestehe euch da mit Hilfe der Moons auch die eine oder andere Sache zu. Ihr habt, glaube ich, noch diese Pläne, die Ziehpläne da, diese gefunden. Was ist denn mit so einer Baneblade Blaupause? Ja, genau. aber Baneblade so, ist glaube ich ein bisschen langsam. So, ja, aber da kriegst du auch alle Gegner im Feld, kriegst du auch direkt an der Startlinie doch schon ausgestattet. Ja. Dann hätte ich mir lieber was Taumäßiges gehört mit Antigraf, weißt du, was so auch noch schön hinterher jagt. Aber ich glaube, dass der Julio bestimmt noch so einen Kniff verbaut kriegt. Irgendwas Cooles. Ja, die Frage, wir müssen ja erstmal analysieren, was brauchen wir, was ist da eine Voraussetzung. Also ich bin, also, ja, ich bin ja als Techniker mal, eher für eine zuverlässige Maschine. Wir können jetzt gleich weiterquatschen. Soll mal, also ihr esst noch was und geht nach Hause wahrscheinlich erstmal, ne?